würde ich sagen, willkommen zurück und weiter geht's. Er hat sich dazu entschieden, durchs Haupttor zu gehen. Denn er möchte alle platt machen. Wir müssen jetzt einen Herausforderungskampf gewinnen. Fürst Shimura. Junge, dieses Game. Was ich noch nicht ganz verstehe, Herausforderungskämpfe. Kann ich das immer so machen? Ist nicht so überrascht. Anscheinend nicht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Bam, 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 bam. Egal, ich bin noch am Lernen. Was macht er da? Nee, nicht in die Richtung. In die Richtung. Schlag zu. Junge, ist das brutal. Ich wollte nach Loot gucken. Gibt es hier Loot in dem Game? Ist das irgendwie so? Versteckten Loot? Okay, wir heilen uns lieber mal. Denn man stirbt anscheinend ziemlich schnell hier. Los! Los, weiter! Wir können nicht zurück! Was ich noch nicht ganz verstehe mit diesen Multikämpfen. Ah, der lebt noch. Weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Wozu? Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Die Screenflicker sind so nervig, aber... Das Game läuft so viel besser. Ich habe auch keinen Schirm, was da stand. Wir wollen wem retten. Pfeilen ausweichen. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolen Bogenschützen einen Ruf aus, damit ihr im Verbündeten rechtzeitig ducken. Wie soll ich das verstehen? Ich kann mich ducken oder was? Ich verstehe es nicht. Bogenschützen sind eh immer Kacke. Soll ich ausweichen oder ducken? Ich mag keinen Loot verpassen. Vielleicht gibt's echt Loot hier in dem Game. Kommt her und kämpft!
Kapuzinier wollen. Bossfight incoming. Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen, gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Fight! Komm her, Vögelchen. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schlitz euch die Kehle auf. Na, tust du nicht. What the fuck? Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Hab ich mir gedacht, da deine Brücke war, dass wir fallen. Aber dass er ihn angreift. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yuriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen. Bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Das Game sieht einfach... Wie kann man es immer wieder sagen? Es sieht mega, mega geil aus. Ich meine, es ist, glaube ich, 5 Jahre alt mittlerweile. Und für PC wurde es einfach ein bisschen schicker gemacht, aber es sieht unfassbar gut aus. Allein mit den Blättern, die auf den Boden fallen. Ich meine, klar, die verschwinden, aber... Leck mich am Arsch, ey.
Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Warum sieht sein Gesicht so gut aus, aber seins so komisch? Zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Vater. Wie rette ich ihn? Ich meine jetzt ganz ehrlich, wie wollte er mit der Gummelrüstung, dem Haufen Müll, den er anhatte, den Typen besiegen, der unfassbar stark ist? Ich weiß nicht mal, ob es möglich ist, wahrscheinlich, aber ich denke, die Cutscene wird trotzdem irgendwann einsetzen. Krabben gibt es in dem Game auch. Auch nicht schlecht. Aber wir sollen den Wind folgen. Folge dem Wind. Junge, das sieht... ich kann es nur tausendmal sagen. Das sieht so geil aus, das Game. Holy shit, ey. Warum können wir von solchen Games nicht mehr haben? Die so unfassbar gut aussehen. Horizon Forbidden West war schon... ein Traum, aber das Game. Fuck, ey. Vor allem, es läuft so flüssig und dann mit dem Gras dazu. Genial. Der will aber nicht, dass ich da hingehe. Nee, der Wind sagt immer noch hier hin. Ah, zu meinem Pferd. Los! Na los! Luna! Luna! Jin! Was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich
ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele. Deckung, ins Gras. Jetzt wäre cool, ob der Untertitel so wäre, dass man ihn lesen könnte, aber meine Güte. Gibt es das Feeling so ein bisschen, die nicht Wir zu verstehen? Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Easy. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Hechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Wohin? Rette Fürst Shimura. Schacht des Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Oh, cool. Jetzt habe ich sogar das Menü endlich. Geil. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Ach Gott, das Ding ist... Sorry. Das Ding ist unfassbar hässlich. Spüre Artefakte mit leitendem Wind auf. Reisen lichtet den Nebel des Krieges auf der Karte um 10%. Ein grünes Glühwürmchen erscheint in einer Ferne von 30 Meter von einem Artefakt. Und das hat gar keinen Bonus. Okay, dann ziehen wir doch das an. Warum nicht? Masken habe ich gar keine. Perfekt. Aufzeichnung keine. Und die Karte. Insel Tsushima. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Nee, echt? Dies ist eine Geschichte. Krass. Lies die Geschichten ab, um deine Legenden
zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Okay, also, wir sollen hier hingehen. Fokussiertes Hören, Erweiterung der Legende viel, was auch immer das bedeutet. Erweiterung der Legende, ach so, das heißt, die Legende wird erweitert um viel. Hier bekomme ich einen Kurzbogen. Beides ist ziemlich geil, weil ich weiß noch nicht, wofür fokussierendes Hören ist, aber ein Bogen wäre auch geil, die Bogenkunst. Ich würde sagen, ja, wohl. Blitzender Sonnenaufgang. Reise mit Geschwindigkeit des Sonnenlichts. Aha. Also kann ich auch die Farben ändern. Gefällt mir irgendwie mehr. Ich kann es nicht ausrüsten anscheinend. Oder es wird automatisch geändert. Du kannst jetzt neue Orte mit leitendem Wind verfolgen. Okay. Ich würde sagen, ich mache das erstmal, weil das ist näher dran als das hier. Zumindest sieht das so aus. Ich weiß nicht, wie riesig die Karte ist. Okay, die Karte ist doch ein bisschen größer. Okay, ich habe nichts gesagt. Dunkler Überlebender, kaputte Rüstung, Farbe. Folge dem Wind, um dein verfolgtes Ziel zu erreichen. Gerückt, um während dem Wind dein Ziel anzuzeigen. Warte mal, was kann ich jetzt machen? Okay. So kann ich den Wind ausmachen, oder? Was cool ist, ich meine, viele Games kriegen das gar nicht so gut hin, ne? Dass Texturen ineinander glitschen und man dann Clipping hat. Und man hat ein kleines bisschen Clipping, das sieht man. Auch wenn der Mantel sich bewegt, aber ansonsten sieht das schon echt gut aus. Ich bin halt gespannt, ob die Rüstung das später ändert, dass das Clipping nicht so extrem ist. Weil das ist was ich in Games nicht verstehe, warum man das nicht behebt, dieses Clipping. Man sieht es schon an seinen Schultern, aber gut, Kleinigkeiten. Ich möchte gern ein bisschen Musik machen. Gott, sieht das gut aus, das Game, ey. Und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein. Gasthaus Reiseerholung, mongolisches Gebiet. Guck mal, wie steige ich denn normal ab? Mit B? Mit B. Zieht eure Klingen! Hätte er nicht kommen können zum Herausfordern? Oh shit. Shit. Uiuiuiuiui. Oh, ich kann hier jetzt sogar looten. Cool. Vorräte sammeln. Okay, das war hier.
Mich interessiert, wie kann ich das Schwert wegstecken? Warum mache ich das so? Okay, das ist... Ah, cool. Ah, noch ein bisschen heraus reinkommen in das ganze Ding. Seh nicht, was ist hier? Was passiert hier? Vorräte. Danke. Bitte, ich habe gar nichts gemacht. Eisen. Was möchtest du, Glühwürmchen? Okay, das war sehr, sehr schnell. Was? Ist ja cool. Also könnte man doch rumschleichen. Und sonst ist hier gar nichts? Okay, sorry. Mich würde interessieren, ob ich auch backstabben kann, sowas in dem Sinne. Oder ob er wirklich mit der Ehre und so. Und deswegen kann ich immer nur direkte Konfrontationen nutzen. Ach, das ist das, wo ich hätte reinkriechen können. Wem kann ich hier herausfordern? Ach, die da hinten. Seid ihr so feige? Eldea Shiglach, Samurai! Oh, shit! Oh, 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 da kommt einer, der ein bisschen stärker sein könnte. Hier, Leiden beenden. Ja, das sieht ein bisschen übler aus. Anführer getötet, töte oder beobachte weitere Anführer, um Wasser, Kampfhaltung freizuschalten. Okay, doki. Wow. Okay, cool. Eisen erhalten. Du kannst gern deine Klinge wegstecken. Nein, du sollst deine Klinge wegstecken. Ach ja, stimmt. Das Ding will, dass ich da irgendwie ein Artefakt hole. Aber wie soll... Das soll oben sein, das Artefakt. Oh, Eisen. Jetzt hier denn hin? Ah, okay, okay. Artefakte des Mongolen. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen werden in Sammlungsmenü gelagert. Okay, dann gehen wir da mal hin. Okay, in der Ausrüstung. Du kannst Talismane ausrüsten, um deine Fähigkeiten zu verstärken. Habe ich schon Talismane? Gunst Achimas. Niederer Verteidigungstalisman. Gegner zu töten stellt eine niedere Menge Gesundheit wieder her. Jo, warum nicht? Warum nicht? Rüstung haben wir. Warme Umarmung der Sonne. Ein Lied, das das Wetter ändern kann. Spiele Flöten, mit denen du gerückt hast. Okay, keine Ahnung, wo man das dann machen kann. Wahrscheinlich gibt es da was. Artefakte. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Die mongolische Kultur entwickelt sich in den Städten. Okay, sorry, aber ich bin kein Lesetyp. Also zumindest sind da so viele Artefakte, wo ich mir immer denke, nee, ey, danke.
ist alles so Hintergrundstory. Mich interessiert die Main Story. Und das war's. Jo, das Einzige, was man machen kann, man kann Ziele anvisieren, das kann man am Controller einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Es wirkt ein bisschen besser so auf jeden Fall, aber es ist übel schwer, nicht die Übersicht zu verlieren. Man kann nicht so ein leichtes Ding machen, oder? Man kann nur schnell reiten. Was ist Juna? Nun gut, er hat gespeichert, das passt. Dann würde ich sagen an der Stelle, dass ich den Part wieder beende. Dann passt das mit der Zeit, ne? Weil ich sag ja immer 30 Minuten grob. Und dann fangen wir die nächste Mission-Story in der nächsten Folge an. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.